Ja, es kommt man nicht raus. Scheint so, als hätte er das schon abgesperrt. Hier, leih mir das mal. Hey, das ist doch mal ein Dingsbums. Ja, ist alles klebrig. Wir müssen in die nächste Stadt. Ich kaufe dir dann einen neuen. Okay. Wenn der Captain wenigstens mit Feathers sich treffen könnte, das würde mir einiges, das wäre einiges beruhigender. Ich frage mich, ob es hier einen anderen Ausgang gibt. Jetzt steht da immer noch ein Schlüssel, aber ich kann ihn nicht nehmen. Kein Ausgang. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ziemlich eklig ist, aber was willst du machen? Wenn dich jemand mit so einer Loveberry abschmeißt, dann bist du halt erstmal bappig. Ah, wenn die Finger klebrig sind. Ja, das ist echt nicht so cool. Ist ja immer so, wenn man irgendwie bei diesen Küchenstreams so Eier aufmacht und dann kommt dann irgendwie sowas an die Finger und das so, bappig. Nicht so cool. Wo geht's denn jetzt hier raus? Was hat er denn hier gelesen? Wie man Vampire tötet. Dir einen Flock in ihr Herz treiben, Kopf abschneiden. Ich glaube, das war das Buch, was Kies gelesen hat. Was bedeutet das nur? Vielleicht gibt es hier noch irgendwas in dem Raum. Wow. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Dann bist du ja voll gesabbert. War das ein Regierungskennzeichen? Ich habe eben ein neues Kombifahrzeug gesehen mit einem seltsamen Kennzeichen M und drei Ziffern. War das ein Diplomatenfahrzeug? Wahrscheinlich. Auch noch ein Buch über Vampire. Vampire sind schwach gegen Sonnenlicht, ist das wahr? Es scheint so, als würde sie etwas verletzen. Aber als wir ihn das erste Mal getroffen haben. Was für ein Lügner wir hier haben, wenn ich jetzt richtig vermute. Geht seiner Schwester Rachel gut? Er hat ihr gesagt, sie soll nicht rausgehen, weil Fremde da sind. Also hat sie ihren Raum nie verlassen. Ich glaube, ich sollte sie etwas fragen. Efi-chan, du Schlabu-Schlabu. Was? Mach das nicht, du wirst Rachel nur erschrecken. Rachel, hey, ich möchte reden. Nicht gut. Schläft sie? Da könnte nicht genügend Zeit sein. Ah, so viele Lügen. Ich kann sie nicht mehr unter Kontrolle halten. Eine Flut von Lügen? Wenn du von Lügen getrieben wirst, dann wird's ziemlich ärgerlich. Wenn es zu viele werden, dann kümmere ich mich darum. Ich werde sie essen. Nom 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 nom. Nommst die ganzen Lügen auf. Glück gehabt. Heute um 20 Uhr. 20 Uhr ist aber schon vorbei. Es gibt einen Leihskill.
Little Light to Recover. Oh. Das ist ja interessant. Alles weg? Yep. Hm. Was ist das? Ein Schlüssel. Und welche Türen sind abgeschlossen? Hey Leo, du würdest doch nicht vor mir sterben. Was ist das denn so plötzlich? Wenn du sterben würdest? Hier, hör mal zu. Halt die Klappe und folg mir einfach. Und was den Rest angeht, ich beschütze dich. Was war das für ein Geräusch? Das ist ganz komisch. Kümmere dich nicht darum. Versuch dem aus dem Weg zu gehen. Ich möchte aber speichern und gerne mit dem mal reden. Ich bin jetzt interessiert. Jetzt weiß ich, warum man mit dem nicht reden sollte. Okay, er ist down. Naja, war jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja alles geschafft, also. Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Ich kann das ganze Ding nicht essen. Hä? Es gibt so viele Erfahrungspunkte. Das konntest du jetzt aber wieder essen. Bäh. Mehr wird hierzu nicht gesagt. Was? Hier, die Seiten wurden aus diesem Buch herausgerissen. Mit jeder Generation wurde das Vampirblut in unserer Familie geschwächt, aber es gibt immer noch eine geringe Chance, dass Kinder geboren werden mit einer stärkerem Vampirblut. Die Kontrolle ihrer Kraft ist instabil und sie können Leute angreifen, ohne es zu realisieren. Mit Menschen zusammen zu existieren, ist ein schweres Unterfangen. Und seitdem wir in diese Stadt gezogen sind, gibt es eine Regel, die eingeführt worden ist, um mit solchen Kindern umzugehen, falls sie geboren werden. Ich sag, Rachel ist halt so einer von diesen Vampiren. Zwei Kinder wurden uns geboren und eins davon hatte eine höhere Konzentration von Vampirblut.
Die Kräfte sind bisher noch nicht erwacht, aber es kann nicht mehr lange dauern. Aber ich kann meine Hand nicht an ein Kind von mir legen. Meine Frau auch. Sie ist froh darüber, ein zweites Kind bekommen zu haben. Und ich möchte nichts mehr verlieren. Morgen werde ich eine Diskussion mit den Menschen der Stadt führen. Es ist eine dunkle Nacht heute. Also eine Person von den beiden ist als ein Vampir erwacht. Aber die andere ist in Ordnung. Also eine davon saugt kein Blut. Und die andere Person muss Blut trinken, um zu überleben. Und vielleicht tut sie dies, indem sie die vorherigen Bewohner und die Tiere hier angegriffen hat. Auf Befehl des Captains bin ich hier, um euch zu retten. Hey, wo bist du hergekommen, Mister? Ich bin ein Schattendrache. Das ermöglicht mir, Objekte zu ignorieren und einfach durch sie durchzugehen. Hey, Vize-Captain. Hier sollte ein Mädchen in diesem Anwesen sein. Hast du irgendwie eine Idee darüber? Ein Mädchen? Das ist der letzte Raum, den ich geprüft habe. Und alles, was ich gefunden habe, seid ihr zwei. Rachel ist nicht hier? Nein, Rachel ist ja auch der Vampir. Wo ist der Captain? Er hat den Informanten evakuiert und ihre Assistentin. Und ist dann zur Patrouille nach draußen gegangen. Hört sich gefährlich an. Hey, worüber diskutiert ihr da gerade? Schnell, geht raus. Ich möchte, dass ihr den Informanten beschützt. Und was kümmern mich deine Befehle? Mr. Brett, bitte, nur dieses eine Mal. Ihr fangt ihn besser. Steam-Freundschaftsanfragen? Da muss ich erstmal auf Steam immer gucken. Du musst wissen, das kann ich dir zeigen. Warte, wo ist mein Steam? Da ist mein Steam, ja. Mal gucken hier, hinzufügen. Bildschirmaufnahme. Siehst du das da oben? Das hier? Ich bin eine Person, die da nie reinguckt. Deswegen. Deswegen kann es sein, wenn du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hast, dass ich da noch nichts angenommen habe. Aber kann ich gerne machen dann. Nur es ist halt so eine Sache hier. Keine Ahnung. Da gucke ich nie rein, wirklich, in das Zeug da oben. Deswegen sammelt sich das so langsam, aber sicher an. Wir sind draußen. Hier, hör zu, es ist nicht so, als würde ich dir eine Hand leihen. Ich werde zum Informanten gehen und den Captain prüfen. Danke, du bist eine echte Hilfe. Oh, es ist eine ganze Menge Wahrheiten und Lügen hier draußen. Eine ganze Menge schlechter Gefühle. Wir müssen schnell was dagegen machen. Hopp. Was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Wir können aber nur die großen Lügen besiegen, wie mir scheint. Trifft auch wieder nur ein. Es gibt nicht mal Achievements, okay. Wobei ein paar Achievements haben wir ja schon gekriegt.